wo Borsztyk den Punkt machte. Gegen Pause, aber dann natürlich volle Konzentration für dieses Spiel hier. Steffen Fetzner gegen Slobodan Grujic. Das war das entscheidende Match der gesamten Partie. Das war klar. Der Deutsche gewarnt. Das letzte Aufeinandertreffen in der letzten Saison, das gewann Grujic nach dramatischem Spiel mit 26-24 im dritten Satz. Und auch diesmal der Jugoslawe zunächst der überlegene Mann. Einen solch schönen Ballwechsel soll man nicht mit Worten stören. Aber wir schauen uns das an, was passierte bis dahin. 21-13, klar für Grujic im ersten, danach der zweite Satz an Steffen Fetzner. Entscheidung also nun hier im dritten. Der 27. Satz übrigens, der gespielt wurde, Grenzau in Gönnern. Das war ein Tischtennis-Marathon über mehr als 3,5 Stunden. Das Publikum in der Herftalhalle in Breidenbach bekam richtig was geboten. Angel Gruber war ja sauer gewesen nach Fetzners Niederlage gegen Brause. Nach dem Geschmack des Coaches zeigte Speedy zu wenig Kampfgeist und Einsatz. Aber das änderte sich nun. Fetzner in diesem dritten Satz engagiert, kampfstark. Ja, Grujic, er wollte vielleicht manchmal zu schnell, zu viel, produzierte einigermaßen leichte Fehler. Davon profitiert Steffen Fetzner. Der routiniertere natürlich von beiden. 16-13, 5 Punkte braucht er noch. Dann hat Grenzau tatsächlich etwas geschafft, womit niemand mehr rechnen konnte. Nämlich das Spiel in Gönnern noch umzubiegen und zu gewinnen. Aber Grujic bleibt dran. Slobodan Grujic, 25, er kam vor 2 Jahren aus Novi Sad zu den Hessen. Steffen Fetzner, der in den ersten 8 Bundesligaspielen überhaupt nur einen einzigen Satz abgab und dann in der Vorwoche einbrach gegen Chu und Nilsson verlor. Gib Gas, Junge, heißt es da aus dem Publikum. Grujic tut sein Bestes, aber er macht wieder einen vergleichsweise leichten Fehler und das bei eigenem Aufschlag. Ja, sowas haben wir selten gesehen, dass er sich selbst aufputscht. Steffen Fetzner. Heute zumindest war das ein seltenes Bild. Die große Schwäche von Bobo Grujic, das passive Spiel. Immer wenn Fetzner es schaffte, ihn vom Tisch wegzudrängen, dann hatte der Grenzauer Vorteile. Jetzt natürlich auch Nervensache, ganz klar. Entscheidender Satz, entscheidendes Match, auch für den Gesamtstand. Wer bleibt da der Coolere? Es scheint Fetzner zu sein. 19-16 führt er und hat eigenen Aufschlag. Das war natürlich ein Big Point. Steffen Fetzner erkämpft sich 3 Matchbälle. Und tatsächlich, er schafft es. Er bringt dieses Spiel nach Hause. Und Andrzej Gruber, ja, ja, durchatmen tut da wirklich Not. Es war ein Wechselbad der Gefühle über fast 4 Stunden. Trainerkollege Helmut Hampel, der musste eigentlich richtig enttäuscht sein nach diesem für Gönnern so unglücklichen